friendly Hellstorm Missile inbound. Wie versprochen, werde ich euch heute die perfekte Klasse für Peacekeeper SMG vorstellen. Das ist natürlich nur subjektiv aus meiner Sicht, aber ich glaube, dass damit eigentlich jeder, der sich an die Klasse gewöhnt, sehr gute Scores erzielen kann. Ein gutes Aim. Also, zu den allgemeinen Informationen zu der Peacekeeper gibt es zu sagen, sie macht einen Schaden von 33 und 18. Das ist eigentlich ziemlich gut. Es sind 4 und 6 Schüsse, also 4 Schüsse im Close Quarters Combat und 6 Schüsse halt auf Range, wenn der Gegner etwas weiter weg ist. Im schlimmsten Fall. Es gibt natürlich auch eine 5 Schuss Range, die irgendwo dazwischen ist. Aber die Peacekeeper ist ja eine Mischung zwischen SMG und Assault Rifle. Und deswegen ist ihre Range auch ziemlich gut und besser als jede andere Range von irgendeiner SMG in diesem Spiel. Sie schießt mit 750 Rounds per Minute, also 750 Schüsse in der Minute. Das ist genauso viel wie die MSMC oder die PDW. Also ein auch das Hipfire, Hüft-Spread Box. Die ist auch genauso wie bei allen anderen. Wenn ihr Headshots macht, kriegt ihr 10% mehr Schaden, was euch allerdings nur im Close Quarters Combat oder auf mittlere Range hilft. Denn es wird den Schaden auf mittlere Range etwas erhöhen. Und deswegen werdet ihr im Close Quarters Combat, wird es euch ermöglicht, dass ihr Gegner nur 3 Schüsse töten könnt, beziehungsweise wird die 5 Schuss Kill Range auch etwas erhöhen. Ihr bewegt euch genauso schnell wie mit allen anderen SMGs und ihr habt 30 Schuss in euren Magazin. Mit Extended Max sind es dann 40, allerdings würde ich euch Extended Max nicht wirklich empfehlen, denn ihr müsst dann das Nachladen dauert mit Extended Max etwas länger. Wenn ihr Probleme mit euren Kugeln habt, also wenn ihr immer ohne Kugeln dasteht und die Gegner direkt vor euch, empfehle ich euch eher Taskmark und halt Plünderer. Das blaue Camo dieser Waffe deutet darauf hin, dass man mit den United Nations Forces, dass diese Waffe assoziiert. Im wirklichen Leben gibt sie allerdings noch nicht, im Gegensatz zu einigen anderen Waffen in Black Ops. Also, was ist nun genau meine Klasse? Meine Klasse werde ich euch gleich nochmal einblenden am Ende, aber ich werde sie jetzt euch erstmal hier mündlich vorstellen. Den ersten Klassenpunkt verwenden wir natürlich auf die Peacekeeper. Dann das Reflex Sight mit dem roten Dot, einfach den ganz normalen. Ich finde, der ist am genauesten hier, aber ihr könnt auch alles andere nehmen. Dann den Long Barrel, also der lange Lauf, der die Range nochmal erhöht auf der Waffe. Die ist schon ziemlich gut auf Range und das optimiert das Ganze nochmal. Da ihr im Nahkampf etwas langsam killt, nehmen wir am besten den Quick Draw Handle mit. Also den Schnellziehengriff, glaube ich mal auf Deutsch. Der euch dabei hilft, dass ihr im Nahkampf auch wirklich schnell auf den Gegner zielen könnt und er wirklich schnell auf den Boden geht. Hardline, Plünderer, Toughness und Dexterity mit. Also, Hardline ist ganz klar, wenn ihr irgendwas über den OGR mitnimmt, dann ist es echt gut mit diesen 20% oder 16%, wie letztens ausgerechnet wurde. Das kann euch dann halt bis zu 2 Kills oder 200 Punkte weniger kosten, um eure Killstreak zu erreichen. Scavenger, wenn man auf größere Streaks geht, dann hat man relativ wenig Munition immer. Und deswegen hilft natürlich Plünderer immer dabei, wenn ihr immer voll seid mit Munition und Ausrüstung. Toughness finde ich auch sehr wichtig, weil es ist echt scheiße, wenn man auf den Gegner schießt und ihr schießt zurück. Und ihr schießt einfach über den Kopf, weil eure Waffe einfach über den geht, wenn ihr den anschießt. Dexterity unterstützt nochmal den Schnellziehengriff, damit ihr auch wirklich nach dem Rennen auch noch wirklich fast instantly auf eurem Gegner seid. Changing. Got a threat. So.
Dann müsst ihr da natürlich, um drei Attachments auf die Waffe zu nehmen, müsst ihr euch Primary Gunfighter nehmen und noch Perk to Greed, damit ihr euch dann halt Scavenger und Toughness auf einmal nehmen könnt. Ja, das war's eigentlich zu dieser Waffe. Zukünftige Videos werden das Thema Lag Compensation und PC Konsole behandeln. Ich werde die Klasse am Ende dieses Videos noch einmal einblenden. Danke fürs Zuschauen. Way to step up.